Hi Locos, was geht ab Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gehen wir wieder in den Reddit und gucken uns an, was ihr für Sachen reingeschickt habt. Link zum Reddit ist in der Beschreibung, da könnt ihr dann Sachen posten, die ich mir angucken werde und die Sachen liken, die ihr feiert und disliken, die ihr nicht feiert. Und ja, viele fragen, wann kommt deine angekündigte Roomtour, es hat bisschen gedauert und so weiter. Ich werde sie aber die Tage aufnehmen, okay? Ich werde sie die Tage aufnehmen. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr das nicht. Oh, das war wohl clevere Werbung. Jetzt abonnieren manche, weil die dann das dann eher sehen. Lasst dem Video einen Daumen nach unten oder einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Das letzte Mal haben wir auf den Reddit reagiert vor 12 Tagen. Wir sind auf dem Reddit jetzt bei... Oha! 36.000 Member. Junge, ist das viel. Wir gucken uns alles an, was in den letzten 12 Tagen reingepostet wurde. Which scream is real? Which scream is real? Ein Schlachthäuser bauen! Was? Adolf Hitler, 21, 43... Oder was ist das für ein komisches Video? Warum ist das das meistgelikte Reddit-Post? Und Leute antworten, dass 5 das echte ist. Keins von denen war das echte. 21, 43... Das, keins von denen war echt, hä? Aber ich bin zu faul. Bye, Bitches, damals, ich war schlauer. Wait a minute. Who are you? I am Kim. Ich zeige die Welt mit meiner Familie. Pour toi, je peux mourir ici, du bist mein. Gio, darf ich ein Edit? Von dir machen. Klar darfst du ein Edit machen, Bruder, aber mach ein gutes. Oh, Big W Edit. Das war ehrlich Big W Edit. Kriegt ein Upvote. Big W. Och nee, nicht schon wieder so ein Which Scream is Real. Ist das das gleiche? Which Scream is Real? Was kommentieren denn die Leute darunter? Die kommentieren ernst gemeint, welches das echte ist, Digga. Es ist so respektlos, ne? Es ist so respektlos, Chat. Oh. Das ist aber ein wunderschönes Edit gewesen. W's in den Chat, Jungs. Sollte, welchen Gegenstand willst du mitnehmen? Nur einen? Den Koran. Normal. Auch W-Edit. Upvote oder Hamid macht Eier ab. Warum sollte ich Eier abmachen? Oh, Digga, ich wurde gezwungen bei diesem Video, okay? Hört auf, das zu posten. Mit Deutsch, du ne... Sunny vs. Money. Wen von euch... Digga, Bruder, Mann. Ihr Huren, ich f*** alle, wie ihr da seid. Jeder, der Nächste, der mir über den Weg von euch läuft, ich schwör auf Koran, der kriegt mich... Ich schwör auf Koran, der kriegt... Ich werde nicht duschen gehen, bis ich diesen Jungen seine Mutter gegeben habe. Ja, okay, Bruder, das hat Mané niemals gesagt, Digga. Niemals hat Mané das gesagt. Upvote oder ach egal, einfach Upvote. Ja, geht. Also die Message war okay, aber es hätte auch Messi gezeigt werden können am Ende. Hamid am Tanzen mit seinen Bros. Hey. Bruder, was macht Marquinhos hier aber? Warum ist Marquinhos mit uns? Bewertet. Credits Dimsai. Okay. What are you doing? You're not L-Edit, L-Edit. Schlecht gewesen, schlechtes Edit gewesen. Ey, magst du Hamid Loco? Nein, ich mag Hamid Loco. Digga, das ist ja mies Cap, Bro. Auf dem Video hatte ich 27 Aufrufe. Niemals war ja einer von diesen 27. Ja, moin, Bruder. Er hat einfach meine ältesten Videos rausgesucht. Hamid Loco, 2. Gesamtrating, Position, Arschlecker. Herkunft, Kosovo. Ich geb Tare mit Tare, mein Bruder. Aber auch stell an der Mauer, aber stell nie. Fett 55, korrekt. Witzig 0. Korrekt. Arschlecken 99. 2. Aussehen 1. Schule 99. Es ist so respektlos, ne? Böses Edit. Messi Penalty. Benzema Penalty. Mbappé. Ronaldo Penalty. Digga, Ronaldo hat ihn auseinandergenommen. Er hat auch noch genickt. Yo, Lionel Pepsi. Lionel Pepsi. Mohammed Nasser.
Cristiano McDonaldo. Phil Foden. Döner Roma, Bruder. Junge. Egal, was ist das? Was geht denn da vor, Bruder? Was zur Hölle? Müssen wir noch in den Augen sehen? Komm mit, darf ich schnell lutschen? Bitte, ja. Warum muss das 18 sein dafür? Ich bin 18. Ich bin 18. Boah, du bist mein Crush, ja? Ich liebe dich doch. Boah, ich so einen weird-ass Rucksack auf. Das ist ja mal 1 Million% nicht mein Rucksack, Digga. Ey, Mann, Bruder. Ey, Junge, lösch diese Bilder, Mann. Warum nicht gute Bilder? Was ist das? Was ist das? Löschen. Lösch das, wenn ihr das habt. W. Ahmed. Mission, werde der beste YouTuber. Übertreib nicht. Nein, das ist ein bisschen übertrieben. Das ist sehr stark übertrieben sogar. Ja, Digga, das ist fake, Bro. Das ist fake. Das ist bearbeitet. Es ist eigentlich, er hat sich gerade in die Hosen gekackt, weil er Messi gesehen hat. Deswegen sieht das hier so aus. Das ist in seine Unterhose gerutscht. Deswegen sieht es so aus. W. Breitenberg. Ach so. Mal ein Headset für den Mann, Adler, ich benutze das Headset immer noch und es ist so gut. Metzger ist völlig überschätzt. Deswegen spiele ich ja auch nicht alleine. Red Deutsch, du Nick. Bruder, die machen doch aus dem Edit. Ernsthaft? Ernsthaft? So, dann kannst du das gut, ja? Ja, muss. Man merkt, diese Bewegungen sind geübt. Was? Die Kopfbewegungen sind. Digga, aber hä? Was hat der für eine Tastatur, Digga? Richtige Goofy-Tastatur. Kann man bei Android nicht Tastatur ändern? Junge, das sieht ja richtig goofy aus, als hätte er so Taschenrechner aufgeklappt. Erster Tutorial. Haben wir 2021. Ich habe mich gefragt, wie ich meine Haare so hinbekomme, wie sie immer in den Videos sind. Und ich dachte, ich zeige euch das mal, weil ich ja eher so eine untypische Frisur habe. Ich habe einen Kamm, den braucht ihr zuallererst. Geht mit dem Kamm hier so quasi einmal über die ganzen Haare, über die ganzen Seiten, oben, ja, an den Seiten, nichts vergessen, nichts auslassen, dann nach hinten und das war's. Super Arsch, ne, super. ich hab ehrlich nicht mehr gemacht, genau so habe ich meine Haare gemacht damals, Jen. No al racismo. No to racism. Ja! Wow! Twitch! Ich distanziere mich! Ich distanziere mich! Ich wusste nicht, dass das kommt. Hamid, load. Wir machen jetzt. Alex, alles gut? Ehrlich jetzt? Ja. Brauchst du was zu trinken? Das war's mit der Reddit-Reaction. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten da und ein Abo auf dem Daumen nach oben. Und für mehr Videos schreibt einen Kommentar und teilt das Video mit euren Großeltern, wenn sie noch nicht gestorben sind. Schöne Grüße gehen raus.